am Anfang mal. So. Ja. Wo ist es denn gut? Wo hört man? Ja, du kannst dich einfach direkt davor. Du kannst hier normal. Wir können normal reden. Also, du musst nicht hören. Du musst ihn, nee, ich bringt sowieso. Ich kann sowieso nicht viel hier einstellen. Also. Ja, weil du letztes Mal immer nachgehört hast. Weil ich mal nachgehört habe, ja, aber ich habe auch nichts dran justiert. Willkommen. Also nimm schon auf. Ja. Achso, herzlich willkommen. Oder Dirk, willst du? Ja, weil ich gerade am Schauen bin. Es ist eine weitere Folge von Fühnüsse mit Dirk und Klaus on the road. Diesmal in einem... Die Wandernüsse. Gibt es irgendwelche Nüsse, die sich bewegen? Nee, ne? Ich weiß. Das ist total schwer. Außer wenn Nüsse fallen. Ja, ist ein bisschen wie Autofahren. Wir sitzen auch in so einer richtig peinlichen Ecke hier. Ich habe ein bisschen gehofft, dass wir den Platz am Fenster kriegen. Ja. Da wären wir schön versteckt gewesen. Ja, wir haben nicht reserviert. Wir sind nämlich jetzt im Secret Garden in Friedrichshain. Das ist quasi ein geheimer Podcast. Genau. Wir nehmen euch mit zu einer Futterrunde. Es ist so ein bisschen wie so ein Presseinterview. Also der. Stimmt. Ich kann ja mal die Situation beschreiben. Der Audio Field Recorder steht jetzt genau zwischen uns beiden. Aber kannst du denn jetzt irgendwie lesen? Vorspeisen, Nachspeisen? Kannst du doch. Wir können es ja vorlesen, wenn es hier so gibt. Okay, Frühlingserwachen, gedämpfte Edamame? Edamame. Frühreife Säure und eine Prise Himalaya-Salz. Finde ich schon ziemlich geil, ja, muss ich sagen. Ja, ja. Wollen wir sowas holen? Ach, du bist bei den Salaten. Ja, okay. Ja. Nee, ich meine also alles, aber ich dachte, wir hauen uns ein bisschen alles durcheinander. Ja, kann man machen. Ich dachte eher an so Sommerrollen oder so, die kann man, finde ich, ein bisschen besser aufteilen als einen Salat. Dann ist die Frage. Ich kann aber, pass auf, ich mache ganz kurz Pause. Ja. Solange wir hier reinschauen. Ja, das ist, glaube ich, nicht verkehrt. Ne? Wir sind gleich wieder da. Mega Intro. Burner. So, zurück zum Candlelight Dinner. Genau, wir sind immer noch in dem Secret Garden, haben gerade bestellt. Und zwar, wenn ich das alles noch erzählen wir haben Frühlingserwachen, den Klassiker, flüssiges Gold. Good Life Dom. Und Red Sensation. Jetzt ist die Frage, was genau? Und du hast... Klaus, ein Mineralwasser. Ein sprudelndes Mineralwasser. Ja. Genau, und die Frage ist, was das alles war. Frühlingserwachen war Edamame mit Prise Himalaya-Salz, ja, leicht gedämpft. Ich glaube, da war noch einiges anderes dabei. Okay. Der Klassiker, das sind Dumplings, aber ich frage mich jetzt auch nicht, was... Das sind Teigtaschen. Ja. Aber mit was gefüllt? Ich denke mal... Mit klassischen Sachen halt. Ich schätze mal Mozart, so Stradivari. Ich dachte jetzt Shiitake-Pilze und irgendwie ein Gemüsezeug. Ja. Ich wäre auch für die Seasonal Dumplings offen gewesen, aber um ehrlich zu sein, treibt mich nur der Hunger. Ich kam gar nicht mehr dazu, unter die Überschriften von dem, was wir da bestellt haben, zu lesen, weil ich einfach nur dachte so... Irgendwas. Ich habe ehrlich gesagt auch erst einmal hier, habe aber glaube ich schon drei oder viermal bestellt hier. Echt? Ja, also kannst du bestellen, weil es jetzt super schnell ist. Ja. Und halt super lecker. Auch mit eigenem Service oder über Foodora? Lieferheld. Lieferheld, stimmt, es ist ja nur noch. Gibt's Foodora nur noch haben sie auch als Marke eingestellt. Ja. Okay. Also ja, eine Zeit lang war es ja mal Deliveroo und Foodora. Ja. Die sich also die Hot Brands den Kampf geliefert haben um den Titel. Dann ist Deliveroo vom Markt gegangen mit der Ansage, unser Standpunkt als Firma ist es, ein Land ist nur für ein Unternehmen rentabel. Und wir sind es nicht, deswegen überlassen wir es den Monopolkapitalisten von Lieferheld. Die haben dann auch gleich das Foodora-Branding aufgegeben. Und, da kannst du dich jetzt mal mit... Ja. Dankeschön. Merci. Da kannst du dich jetzt mal mit dem Service zufrieden geben, den halt ein Unternehmen bietet, wenn es das einzige am Markt ist. So, probieren? Ja. Ich habe wie so ein langes Einmachglas, wo normalerweise Spargel drin sind, würde ich sagen. Und da ist jetzt so eine Mischung aus, also ich sehe, was war das? Himbeere und irgendwie Basilikum und Basilikum-Samen. Und das irgendwie ein Tee. Also die Basilikum-Samen sehe ich auch da unten ein bisschen am Boden rum. Alter, dein Mineralwasser ist aber auch nicht normal. Das sind irgend so ein... Ist das ein Rotweinkelch?
mit einer Scheibe Grapefruit, Orange. Ja, ne, sieht aus wie eine Pampelmuse. Und sieht aus, als ob das keine 0,2 sind. Das ist Mineralwasser. Ja. Ich meine, wenn das Glas kann schon 0,2 sein. Ja, ist schon wenn du das Ding rausziehst, dann ist es auch kein 0,2. Das mache ich gleich, wenn wir das Ding rausnehmen und die Eiswürfel und dann können wir hier nachrechnen. Ja, aber ich meine, für ein Weinglas passt schon. Wird sich stören, wenn ich bitte kurz mal auf Toilette gehe? Auf jeden Fall. Dann mache ich die Moderation einfach alleine weiter. Okay. Ich gehe kurz auf Toilette. Ja, natürlich. Ich werde jetzt diese Lücke hier füllen, indem ich kann einfach mal beschreiben, was wir, ich nehme auf meinen Rekorder einfach auch ein bisschen näher. Das hat jetzt noch viel mehr das Gefühl von irgendeinem Undercover-Reporter. Ich war ein bisschen drüber. Das hat jetzt noch viel mehr das Gefühl von irgendeinem Undercover-Reporter, der in seiner Reportage in sein Aufnahmegerät redet. Was vor allem auch deswegen seltsam ist, weil wir direkt neben der Bar sitzen und ich vergleichsweise auffällig angesehen werde. Ich würde jetzt mal vermuten, ohne dass ich es weiß, auch weil wir hier als zwei Typen sitzen, man hält uns für Restaurantkritiker. Weiß nicht, ob der Service deswegen so besonders schnell ging, weil das zwischen Bestellung und Getränke an den Tisch gebracht waren jetzt, würde ich mal sagen, ungefähr 3 Sekunden. Vielleicht denken Sie auch, wir sind eine neue Form von Influencer, Audio-Influencer, die ausschließlich Audiodateien mit Bild auf Instagram hochladen oder TikTok. Bilder, finde ich, werden sowieso überbewertet. Ja, Dirk immer noch auf Toilette. Ich glaube, das ist ein bisschen auch dem Fakt geschuldet, dass er wegen seines Umzugs kein Klopapier mehr in seiner alten Wohnung hat. Neben Tisch sitzt jetzt auch jemand. Wir sind getrennt durch ein paar dunkle Holzleisten. Die Dame starrt mich auch an, als ob ich den Verstand verloren habe. Wobei ich auch ehrlich sagen muss, kann ich ihr nicht verdenken. Natürlich wird jetzt wirklich weitergeredet. Ich dachte jetzt. Ja, okay, jetzt ist also ich will jetzt nicht spoilern. Gott, mach's aber jetzt. Ich glaube, man hält uns hier für Restaurantkritiker mit dem Aufnahmegerät. Aber ist es nicht ein bisschen, wäre das nicht ein bisschen offensichtlich, wenn wir das... also ich meine, wo sind da die Kritik? Also wir sind dumme Restaurants. Vor allem auch, also man muss auch sagen, das alte Zoom, was ich habe, also das Aufnahmegerät, ist groß wie ein Gameboy. Das stimmt. Was hast du denn jetzt gerade erzählt? Und muss ich jetzt bis nächste Woche warten? Was du, ja, bis nächste Woche. Weil, verdammt! Du hörst die Folge in der Regel ja auch erst dann, wenn sie rauskommt. Ja. Ja, wie war's? Wie sind die Toiletten hier? Es ist dieses große, wie heißt dieses bekannte Bild? Die Welle von Yataka, ja, von Yama. Das ist eigentlich ganz klein, ne? Echt? Ja. Okay. Ja, das gehört zu diesen, man geht ja mal davon. Redest du jetzt automatisch lauter oder redest du generell? Ich bin einfach nur begeistert. man geht ja mal davon aus, dass Kunstwerke, also so die großen Weltkunstwerke so groß sind. Die Mona Lisa ist ja auch nicht groß, das ist auch nur. Ja, okay. So eine Nummer. So wie der Tisch oder kleiner? Und die Welle ist auch... Einmal der Klassiker. Ja. Dankeschön. So, die Vorspeisen sind auch angekommen. Die Welle ist eigentlich ein relativ kleines Bild. Hat irgendwie so Dimensionen von, weiß nicht, 30 mal 30 cm. Also wie meine Socke. Ja, man kennt sie ja eher so als Poster. Ich glaube, das ist ein bisschen... Also ich probiere jetzt hier mal diese Dumplings. Das ist eine riesige Teigtasche, würde ich sagen. Es ist ein veganes Restaurant. Ich weiß nicht, ob wir das schon erwähnt haben. Achso, es ist ein veganes Restaurant. Ja. Ich bin ein bisschen verstört davon, dass wir keine einzelnen Teller haben, jeder von uns. Das wäre eigentlich was gewesen. Scheiße heiß. Aber sehr lecker. Ist Stäbchen nicht so deins? Doch, aber ich hätte gerne einen eigenen Teller. Achso. Nee, ich dachte zum Greifen. Ist heiß drinnen, ne? Ich sag's mal. Oh. Ja, wirklich, meiner geht, aber... Aber ist echt total lecker. Also man... Ja. Aber ich weiß auch echt nicht, was drin ist. Es ist irgendwie so eine Mischung. Ich würde sagen, da ist irgendwas Avocadiges, irgendwas Sojamäßiges und irgendwas Pilziges. Ich schmecke vor allem den gebratenen Teig raus, wenn ich ehrlich bin. Also der ist für mich die dominante Note. Echt? Bei mir ist eher Kardamom oder irgendwas, was ein bisschen... Und diese Soße ist ganz lecker. Hallo. Ja, hier. Dankeschön. Prächtiger Freund. Dankeschön. Guten Appetit.
Ja, das passt auch. Ja. Siehst du, das bestätigt meine These, dass wir uns für Restaurantkritiker halten, weil wir extrem schnell bedient wurden. Oder fandest du nicht, dass das hier unten... Wir haben die Vorspeise und die Hauptspeise jetzt auf dem Tisch. Und was meinst du, wie viel Zeit vergangen ist, seitdem wir bestellt haben? 4 Minuten? 5 Minuten? Kurze Frage, wollen wir mal... Hast du dein Handy dabei? Ja. Wollen wir bei dem ganzen lustigen Essen ein Foto jetzt von uns machen? Auf wir jeden Fall. Hast du hier schon... Nee. Weil ich glaube, wenn wir jetzt noch ein Foto machen vom Essen, wie es angerichtet ist, dann wird der Verdacht schwinden, dass wir Restaurantkritiker sind. Ich würde mal sagen, wenn, damit das Selfie-Cam von oben, dass man den Tisch auch mal sieht. Entschuldigung, ihr wart jetzt bald auch großartig dabei, wie wir das Coverfoto gemacht haben. Unglaublich. Ihr konntet es quasi hören. Ich hätte nur den Ton anmachen müssen. Ich habe eine übelst große Schüssel. Das schon. Ich hatte das ja schon mal. Das ist ein bisschen wie ein Eimer, was Dirk vor sich hat. Das Geile ist auch dieser alte Holzlöffel. Ja. Der erinnert mich ein bisschen an eine kleine Version vom Aufrufslöffel aus der Sauna. Und, was wir noch gar nicht angeschaut haben, unsere dämpften Edamame. Ja. Die in so einem Klump lustigen Metall... Ach du Scheiße, mein lieber Hermann. Die sind... Aber auch so ein Eimer voll mit Schoten. Ja. Frische, schön gedämpfte Sojabohnen, die jetzt hier gerade gedünstet vor uns liegen. Ich weiß nicht, waren das 4 oder... oder? Das waren 4. Ja. 4 Klassiker. Also 4 Dumplings. Also das haben ihr wir alles mal, gleichzeitig. Könnt ihr mal sagen, ich bin ja jemand, den es eher ankotzt, wenn Leute essen. Schön. Aber ihr könnt mal sagen, wie ihr das findet. Es gibt Leute, die finden das total geil. Aber ganz kurz, den kannst du den Teller ein bisschen an den Rand in der Mitte stellen. Genau, in die Mitte. Wo ist denn unser Apfel? Wir nehmen einfach den Rand, oder? Zu viel Ingwer. Eieiei. Okay, zum Glück habe ich das nicht bestellt. Appetit zum Hauptgericht. Was hast du denn? Du hast eine Bowl. Ja. Du hast Spieße? Ich habe Spieße, Kürbis, glaube ich. Ja, das sieht nach Kürbis aus. Ich sehe Avocado, ich sehe Blattsalat, Mohrrübe, ich sehe Cashewkerne. Ja, das sieht, weiß ich nicht. Aber findest du nicht, dass es verdächtig schnell ging? Als ob die uns... Also ich muss sagen, letztes Mal war es auch schnell, aber ja. Das wirkt jetzt entweder ist noch nicht so der Ansturm da, oder? Oh Gott, die Jungs mit dem Aufnahmegerät. Mit dem alten Aufnahmegerät. Vielleicht sollten wir uns das merken als Masche. Aber überall. Hätten wir auch bei der Fahrt machen müssen, als ich tanken war. Alles klar, ich bin jetzt hier in der Tankstelle. Oh mein Gott. Oder beim Autoverleih. Tester. Mm. Ja, nachdem sie mich schon wieder so blöd angemacht hat, ne? Also nicht angemacht hat, aber... Ja. Bald gerade wieder ein Dumpling. Mhm. Basilikum. Mhm. Und Klaus ist leider total hungrig, genauso wie ich. Das heißt, er stopft sich einfach gerade alles rein, ohne zu schauen oder genießen. Ich habe heute Morgen nach dem Aufstehen eine Scheibe Brot gegessen, war dann klettern, habe mein übliches Frühstück von 2 Brötchen gegessen, 4 Espressi getrunken, den ganzen Tag gearbeitet. Warte mal, wir haben mal eine Folge gemacht, wie sieht dein normales Frühstück aus und da war nichts mit Brötchen. Das waren andere Zeiten. Das Lustige ist, dass jetzt mein Frühstück so aussieht wie dein Frühstück früher und dein Frühstück aussieht wie mein Frühstück früher. Das ist das globale Karma. Ehrlich, mein Frühstück ist mittlerweile Schüssel Haferflocken mit auch diese ganzen Körner, diese ganzen verdammten Körner. Irgendwie Leinsamen und Chiasamen und Sonnenblumenkerne und so eine Nussmischung und Goya-Beeren und also Scheiß. Und damit zum Schluss noch irgendwas Vernünftiges für mich ist, zerbrösel ich immer 2-3 Oreos noch oben drüber. Und dann kommt so der Milch drauf. Wie man so einem Kind ein gesundes Frühstück angewöhnen möchte. Ja, ich weiß, das ist so eine Nusskernmischung, aber ich mach dir noch ein Oreo oben drauf. Dann kriegst du es ja nicht runter. Die habe ich aber auch gerade für mich entdeckt. Also die Original-Oreos. Ich glaube, ich habe sie ehrlich wirklich fast 40 Jahre nicht so richtig wahrgenommen. Und jetzt, ich mochte die ganz lange auch nicht. Aber die sind doof gut. Nee, und halt vegan. Also ja, genau. So ein Produkt, aber das heißt nicht, dass vegan ist. Die sind nicht besonders, genau, die sind nicht besonders gesund, sondern weil die halt billig mit, keine Ahnung, irgendeinem Palmfett oder produziert werden. Ja. Aber sonst sind die halt super lecker. Man geht eigentlich immer davon aus, also ich war lange Zeit dabei, dass es halt Milchcreme drin sein müsste. Genau.
steht ja auch drauf, am besten mit Milch konsumieren. Ja, so ein Klassiker. Nee, Olivia meinte das mal. Also die... Welche Olivia? Mit der ich den Horrorfilm gedreht habe. In Schrägen. Ja. Da waren wir halt auch im Set und gerne um Snacks und so. Und die ist halt schon ganz lange Veganerin. Und sie meinte dann halt, Oreos sind halt so ein Produkt, die halt zufällig vegan hergestellt wurden. Und das, die haben es halt nie als Werbemittel benutzt. Ja, es gibt auch ein paar halt von Trolli irgendwelche Zucker-Dingsringe oder sowas. Und die waren halt auch einfach in der Produktion vegan. Weil sie gesagt haben, von wegen, das ist einfach günstiger, wenn man das herstellt. Ja. Und bums. Also es ist halt oft, dass sie dann mittlerweile werben und ein großes V drauf knallen, aber es war eigentlich... Ja. Ich finde ja, das ist so kontraintuitiv, da hatte ich neulich mit Judith drüber geredet, dass halt die veganen Patties von Next Level kosten, glaube ich, 2,50 oder 3 Euro. Ja. Und die von der Originalmarke kosten 4 oder 5 Euro. Ja. Wie teuer sind 2 aus Fleisch? 90 Cent? Nee, 90 Cent nicht, aber... Aber 2 Euro? Also, ich glaube, du kriegst ja noch nicht mal aus 2 oder sowas. Ja. Also ich habe... ich weiß noch mal, dass ich irgendwann mal... Also noch gruselige Zeiten, da habe ich mal so einen Karton geholt für 3, 4 Euro und da waren 10 Patties drin. Ja, eben. 10. Also das heißt natürlich, du isst die letzten armen Tiere. Aber ich meine, wie sich das vergleicht? Also das eine ist halt nur so eine Bohnenpaste. Das, natürlich sagte der gesunde Menschenverstand, diese Bohnenpaste müsste halt deutlich günstiger sein als irgendein Fleischbrot. Also selbst wenn es halt komplett... Er ist gerade Edamame und versucht dabei zu reden und zu zuzeln, wenn man so will. Also eigentlich ist das asiatische Zuzeln, oder? Ja. Jetzt sind die Asiaten deswegen so stereotype Fans vom Oktoberfest. Ja. Soll ich mal langsam zur Frage kommen? Ich nicke. und zwar wäre meine Frage, was ist das beste Restaurant in Berlin? Einfach noch provokant, falls irgendwer vorbeiläuft, weil ich weiß nicht, ob das Klaus schon gesagt hat. Was ist das beste Restaurant in Berlin, fragst du? Hast du das on-air schon gesagt, dass ich glaube, dass man, ja. Erst, ich hab's dir schon gesagt, als du vom Klo wiedergekommen bist, mein ganzer Monolog hier mit dem Schädel in der Hand. Das ist auch noch deiner. Ja, ich weiß. Ich kann nur nicht alles gleichzeitig in meinen Mund stecken. That's what she said. Aber diese gedämpften Edamame-Dinger sind echt schon lecker, ey. Edamame, ich wollte dich nur zu bringen, Edamame zu sagen. Aber schon lecker, ne? Und so einfach. Also ich mag ja tatsächlich auch, glaube ich, das letzte Mal, als ich Fleisch gegessen habe, oder die letzten Male, das war ja immer bei Jospers. Mhm. Also der Burgerladen, bei dem wir auch ganz klassisch bestellen. Und ich mag einfach den Burger vom Holzkohlegrill sehr gerne. Ja, also es ist halt echt auch einfach dieser rauchige das Röstaroma. Ist ja auch ein bisschen egal, was du... Aber ist das ein Restaurant? Ich glaub, also da essen Sache, ist kein Spaß. Ist geil, da essen ist... Ja. Haben wir ein paar Mal gemacht nach Hofball. Ich hab's. Auf der Warschauer Straße in der Nähe von der Haltestelle? Ja, an der Sparkasse an der Reberla. Wie so ein Kind das allererste Mal halt irgendwie Pistazien isst, lutscht die ganze Zeit auf der Schale rum. Und ist gar nicht mein großes, super Essen. So eine große Kokosnusssuppe, wo alles drin ist. Ganz viel Soja und Paprika und ja. Ja, bei Jospers Essen ist auf jeden Fall Nudeln. So eine Mischung aus Fressspanmöbeln und 90er Jahre Graffiti. Ist nicht auch immer so ein schön angenehmer Beat im Hintergrund? Ja. Ah nee, wie heißt das nochmal bei Schiller Burger? Oh Gott, ja. Wo es von wegen einmal bla 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 und dann wird es im Elektrokurs ist. Genau. Oh, ich liebe das, wenn so Gäste ganz dicht an dich vorbeigehen und ihren Rucksack und Taschen deine Schulter berühren. Du siehst schon das Essen langsam von dem beschmutzen. Nee, deswegen gutes Essen und so eigentlich das Einzige, was mich zum Fleischessen bewegen kann. Wie hieß denn der Hotdog-Laden, wo wir früher mal waren, bevor wir zu Tommy gegangen sind? Am Boxhagener Platz in der Nähe, ne? Ich glaube, der hieß auch so, der Hotdog-Laden, wo wir früher mal waren, bevor wir zu Tommy gegangen sind. Am Boxhagener Platz.
bisschen gewirkt gerade. Ich weiß ja gar nicht, ob es hier noch gibt. Also es gibt ja keinen Grund mehr, jetzt da zur Gabriel-Max-Straße zu gehen, wo die Wilde 13 weg ist. Ach, das heißt, die haben nur unseretwegen noch Bestand gehabt? Nein, die haben schon... Aber ich war halt ewig nicht mehr da. Schwarzer Reis. Ach, ich glaube, du hättest ein bisschen anders essen sollen, oder? Jetzt hast du nur schwarzen Reis. Mir völlig egal. Ich nehme gleich den Löffel und dann grab mir das ins Gesicht. Alles gut? Ausgezeichnet. Dankeschön. Sehr lecker. Ja, schleimt euch an bei den Restaurantkritikern. Es ist doch so. Ja, schon, ne? Aber das ist so süß. War das letztes Mal auch so, als du hier warst. Nein. Also... Merkt es euch, holt euch so einen alten Audiorekorder? Na, also die waren schon nett. Ja. Aber dass man uns alles binnen 5 Minuten hinschmeißt und man auch fragt, wie kann das so schnell, so gut sein? Ja. Weil das ist ja halt alles super frisch und lecker. Ja, ich glaube, die haben halt alle anderen warten lassen. Okay, wir haben aber reserviert. Das sind Dirk und Klaus. Also. Beziehungsweise Dirk und Klaus. Ich weiß nicht, ob wir den drin lassen sollten. Da war ja gerade Karneval, da geht sowas. Ja, also Secret Garden schon Abzugspunkte, weil die normale Gäste wie Dreck behandeln, wenn Restaurantkritiker im Laden sind. Was? Bei wem? Hier. Achso. Das ist so gemein, das zu sagen. Und dann hebt er auch immer die Stimme, dass man dann irgendwie auf jeden Fall denken könnte, ja, jetzt könnte jemand hören. Nee, schon sehr gutes Essen. Also... Was sind denn das für Spieße bei dir? Nein, das war weiß ich also nicht Tofu. Mehr. Ich habe einfach irgendwas bestellt. Ja, es sieht aber ein Tofu aus. Aber ja. Du isst zum Schluss wirklich, glaube ich, nur noch Reis, oder? Ja. Ist mir egal, ich nehme einen Löffel und löffel den Reis hier aus der Schüssel. Wirf du doch mal was in die Runde. Wir sind ja auch, ich habe doch gerade den Hotdog-Laden genannt. Ah. Aber kann man also ein paar... Da würde ich auch nicht... Also ja, ist auch kein Restaurant, ja. Ne? Ich war mal damals, noch zu Schauspielzeiten, habe ich Inge gefragt, damals Kommilitone, der sich gut auskannte oder kennt wahrscheinlich, jetzt noch viel besser. Der hat mir jetzt gesagt, oder die mehr erzählt, du musst zu Hasire gehen. Hasire ist halt der Erfinder des Döners. Da gibt es ja immer ein paar Geschichten von. Ja. Und Hasire hat, glaube ich, irgendwie 2 normale Restaurants und ein Restaurant-Grillhaus oder sowas. Ja, das ist da in der Oranienstraße, oder? Genau. Und das ist halt ein ziemlich exquisiter türkisches Restaurant. Und da war ich mit meiner Mutter. Und das ist halt echt super ruhig, voll angenehm. Du bist wirklich wie in einer anderen Welt. Und du hast dann halt einen eigenen Kellner, der dann halt irgendwo immer im Verborgenen steht. Also es kommt immer ein Kellner nur zu deinem Tisch, niemals ein anderer. Und der taucht da halt immer auf, wenn du das Gefühl hast, so von wegen, oh, mein Glas ist leer. Oder was mache ich jetzt mit dem Teller oder so. Und dann ist der da aus dem Nichts. Ich möchte nicht wissen, wie teuer das war. Aber das war echt angenehm. Ja. Ich weiß natürlich nicht, ob das den Preis dann relativiert. Aber wie gesagt, das ist halt dann auch schon wieder 15 Jahre her oder was. Also ich kann mal sagen, was ich ganz geil fand, auch wenn es nicht in Berlin ist, als wir auf Tour in Stade waren. Stades Imbiss. Nee, wir waren in so einer Pension, in der wir geschlafen haben, über einem Fischrestaurant. Und wir hatten auch eine Veganerin dabei. Da war schon so, ach, wo können wir mit ihr hin in Stade? Das ist halt nicht so wie in Berlin, das ist halt was... auf jeden Fall safe, was zu essen findest. Ich glaube mittlerweile irgendwie 70 oder 80 Restaurants. Ja, ja eben, also dann vor allem halt verteilt auf die Bezirke in der Innenstadt sicherlich. Ja. Und dann halt richtig ausgezeichnete im europäischen Vergleich. Und dann, wir hatten halt, wir 3 Nicht-Veganer oder 4 Nicht-Veganer. Ihr alten Flexitarier. Ja, einfach alle total Bock, da im Fischrestaurant zu essen. Weil erstens waren unsere Zimmer direkt drüber. Also ihr habt eh schon danach gerochen. Zweitens war Fritteuse, Heilbutt. Den ganzen Tag auf der Straße unterwegs. Und dann kommst du in dieses Fischrestaurant und gehst unten rein und dann tragen sie dir so einen Teller mit gebratenem Fisch und Bratkartoffeln vorbei. Klingt wie so ein Alltag von so einem armen Stricher irgendwie. In der Pension Störtebecker. Und dann... Habt ihr auch das Störtebecker getrunken? Ich nicht, ich hab Wein getrunken. Aber hatten sie auch passenderweise da. Und dann hatten sie, dann sind die in einem Restaurant und haben überlegt, wo wir hingehen können mit jemandem, der vegan ist. Mhm. Aber gab es dann nicht da auch irgendwas, der Klassiker halt irgendwie? Na, die hatten Bratkartoffeln halt, oder so? Ja, Maultaschen da. Okay, die werden mit Butter angebraten meistens. Nee, der war Butter im Teig. Also die haben extra mal nachgeschaut.
auch die Gemüsemaultaschen machen nicht vegan. Man sagt, wir können aber so einen Gemüseteller zubereiten. Außer halt Gemüse, was wir da haben, machen wir halt da was raus. Das war vor allem eine Menge, ey. Das war ein Teller groß wie mein Unterarm bis zur Hand. Und halt wirklich gehäuft. Also da hat. Klaus zeigt mir gerade seinen Unterarm und seine Hand. Ja. Also hatten wir einen guten Deal gemacht. Und es war halt auch. Das ist halt so scheiße, wenn du halt in dieser Region schläfst, eh Bock auf das Essen hast und die sich wirklich aktiv Mühe machen und überlegen, wo sie dich zum Essen hinschicken können. Ja. Dann fühlst du dich ja richtig kacke. Ja, eben. Auch dann, Alter, lass uns doch einfach. Haben wir zum Glück halt auch da gegessen, wie gesagt. Und war es denn lecker, also auch für Sie? Ja, 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 aber es war vor allem eine Riesenmenge. Also Liz, die Veganerin, ist halt dünn wie Papier. Wenn das Licht auf der Bühne hell scheint, kann man durchgucken durch sie. Hat sehr Glück, dass der Winter nicht so hart war diesmal. Mhm. Ja, und dann konnten wir halt zum Glück da essen. Und dann so eine Platte mit drei verschiedenen Fischsorten, drei verschiedenen Fischfilets und Bratkartoffeln und Salzkartoffeln als Auswahl. Ja. Ja, und Störtebäckerbier und guten Wein. Störtebäckerbier ist auch echt ganz lecker. Mhm. Ist zwar natürlich so ein touristisches Ding mittlerweile so, was halt mittlerweile wahrscheinlich immer schon. Ja, mit dem Namen. Ja. Müsste eigentlich so einen kopflosen Piraten zeigen oder so. Mhm. Was. Was ich denn da jetzt noch? Ach ja, hast du mal dieses, wie heißt denn dieses Ding, wenn du über die Motorsohnbrücke gehst, am Kindergarten vorbei und dann links? Dieser weiße Laden, der halt auch irgendwie aus dem Weiß, glaube ich, im Titel. Ah, das Edelweiß? Boah, das ist so ein. Ja, ich bin noch nicht drin, aber. Ich war einmal mit meiner Mutter, damals habe ich mit meiner Mutter irgendwie alle möglichen Dinger probiert. Und es war halt richtig teuer. Dann einfach nur so Klassiker, Schnitzel, Bratkartoffeln und so. Und schlimm war halt echt, dass keiner so richtig dich beachtet hat. Alle hatten dieses Klischee-Berliner-Ding und keiner von denen war Berliner. Also die haben halt alle übrig Dialekt gesprochen, aber halt alle südländisch. Und dann muss ich schauen, ob es noch da ist. Und dann denkst du so, und die ganze Zeit, das war so eine Scheiße. Aber dann halt irgendwie die ganzen, keine Ahnung, Rechtsanwälte, Ärzte, die da halt ein bisschen cool Gentrifizierung vorantreiben und in Friedrichshain sich halt Wohnungen kaufen. Philipp war da doch auch so ein Fan von, ne? Ja? Ich glaube schon. Vielleicht auch ein bisschen. Aber ich fand den echt nicht so cool. Ich meine, der kommt ja aus Süddeutschland. Ja. Ja. Was ich halt auch als Asiaten ganz geil finde, auch an der Warschau direkt, ist eben den Monster Ronsons. Ein Test der Südkoreaner Soul Kitchen. Wo ist der? Wenn du durch diese Passage kommst. Ja. Und am Monster Ronsons auf der Straßenseite weiter links, weiter Richtung Stralauer. Ah, stimmt. Ich glaube, den habe ich mal gesehen und wusste jetzt nicht, ob das so ein Touristending ist. Nö, es geht. Es ist halt sehr voll, weil es halt so zentral gelegen ist und der Laden ist recht klein. Aber auch echt geil. Und der mal so Korean Barbecue. Entschuldigung, aber die ist so lecker. Ich weiß nicht, was es ist. Sesam-Glibber. Sieht ein bisschen aus wie eine Fischhaut, aber kann es ja nicht sein. Nee, der ist halt wirklich gut. Das ist auch eine schöne Atmosphäre, weil es halt so dunkle Backsteinwände sind. Also sitzt halt immer so ein bisschen gemütlich, ne? Stimmt, wir sitzen hier direkt irgendwie gegenüber vom Tresen und haben so eine Holzrippwand zur linken bzw. zur rechten. Es ist überall, wenn du durchgehen willst, sind immer irgendwelche Tücher, die so brusthoch hängen und in der Mitte so gespalten sind, dass du halt immer so die betende Hand machen musst, um durchzugehen. Hast du eigentlich, wo ich gerade bei Südkorea bin, und ihr habt ja am Wochenende gesehen, Parasite? Ob ich das gesehen habe? Ja. Nein. Was für ein krasser Film. Also wirklich extrem gut. Hast du im Kino gesehen oder ist das ein Netflix-Film oder so? Ich wollte eigentlich mit Dortmund ins Kino gehen, um den zu sehen. Dann habt ihr den gehört? Der ist bei Apple TV, kannst du den kaufen inzwischen. Also bei Amazon Prime wahrscheinlich auch. Aber der ist noch im Kino. Der läuft noch in einigen Kinos, ja. Der hat ja auch einen Oscar bekommen, also wird ja dann öfter mal verlängert. Und kannst du den mal, also bei iTunes hat er 12 Euro gekostet. Und wir dachten, ja okay, dann gammeln wir halt zu Hause rum und gucken ihn zu Hause. Wirklich extrem guter und krasser Film. Also die Message und dem Bild aufbauen. Eine Seuche oder was ist das? Also, nee, eine super arme Familie in Südkorea,
der Sohn bekommt einen Job bei so einer reichen Familie als Englisch-Nachhilfelehrer. Mit gefälschten Dokumenten, die seine Schwester fälscht. Ja. Die halt so eigentlich an die Kunsthochschule will. Und dann quatscht er ein bisschen mit der Familie. Und der Sohn malt halt gerne. Der Sohn ist halt irgendwie so 8 oder 9. Und dann sagt er, ich kenne eine Kunstlehrerin. Und da vermittelt er seine Schwester als Kunstlehrerin. Dann sorgen sie dafür, dass der Chauffeur gefeuert wird, damit der Vater den Job bekommt. Und dann lassen sie das Hausmädchen rauswerfen, damit die Mutter den Job bekommt. Und dann arbeitet halt die ganze Familie da. Und das wird halt noch total krass abgefahren. Dieses ganze, der ganze Film ist halt geprägt von so einer Symbolik von sozialem Auf- und Abstieg. Mhm. Also Treppen hoch, die Familie wohnt im Keller. Mhm. Dann gibt es da so eine Sequenz, wo es regnet. Und die Kellerwohnung wird überflutet und die Scheiße kommt aus der Toilette bei denen. Und am nächsten Tag siehst du halt die reiche Familie und die sagt, ah, so schön, der Regen hat den Smog weggewaschen. Jetzt haben wir einen richtig schönen blauen Tag. Mhm. Aber es ist halt überhaupt nicht verborgen. Die ganze Zeit fällt halt immer wieder der Satz, es ist eine Metapher. Der Film ist eine Metapher. Ja, ja, also sie sagen das an mehreren Stellen, sagen die Figuren. Es gibt so eine Stelle am Anfang, wo sie einen Stein geschenkt bekommen, der ihnen Reichtum bringen soll. Und ich fasse mir den Stein an und der Sohn sagt, es ist eine Metapher. Okay. Aber das spielt ja so ein bisschen, dass man den Stein... Ja, das ist also... Dass der Film halt so klar zu lesen und zu deuten ist, ist schon gewollt. Also es ist nicht irgendwie verborgen. Ja, aber super Film, auch vielleicht zu Recht... Oscar-Sieger, auch wenn ich nicht alle nominierten Filme gesehen habe, aber ganz krasser Film. Ich überlege gerade noch ein weiteres Restaurant. Das ist scharf gerade. Da muss ich auch sagen, ich meine, so mega oft gehen wir ja beide nicht aus zum Essen. Aber wir waren doch damals während des Sturms die ganze Zeit... Sag nicht Dachpizza. Ja, doch. Aber die Dachpizza gibt es nicht mehr, deswegen ist sie disqualifiziert. Ansonsten natürlich klarer Gewinner mit 2,50 Euro Pizza auf Tiefkühlniveau. Ja. Also, man muss fairerweise sagen, für die 2,50, also den Imbiss gibt es ja noch. Dafür, dass sie halt frisch eine Pizza zubereiten. Das ist original, ne? Ja. Dafür, dass sie frisch eine Pizza zubereiten, vollkommen okay. Ja. Also wirklich absolut. Natürlich sind das billige Zutaten, also nicht die höchste Qualität. Ja, aber ja, frische Zutaten, ein bisschen wie das Gemüse beim Dönerladen. Entsprechend haben sie auch den Dachdöner danach gegründet. Mhm. Der übrigens geil ist. Der Dachdöner ist halt so ein bisschen wie Mustafas Gemüsekebab. Stimmt, der ist ja richtig. Stimmt, weil die halt einfach gegrilltes Gemüse haben. Ne? Ja. Das erinnert mich so ein bisschen an die. Gemüse, ein bisschen Schafskäse, auch Zitronensaft. Macht sofort was aus. An die Rügenwalder vegetarische. Mortadella? Genau. Ja. Die hat ja auch gegrilltes Gemüse. Und das ist halt einfach der Scheiß. So. Das macht es halt einfach aus. Ja. Lustig, dass du sagst, ich habe jetzt öfter mal einfach nur so zum Abendessen eine Scheibe Brot, ein paar Pilze oder irgendwas, eine Scheibe von der Rügenwalder vegetarischen Salami drauf, eine Scheibe Käse im Ofen. Das habe ich auch mit dem Grillgemüse gemacht, mit der veganen, die schmilzt im Ofen. Sieht ein bisschen aus wie so ein angelaufenes Gummibärchen. Ja. Echt krass. Also ansonsten hat die ja die Konsistenz und das Verhalten und auch den Geschmack von Mortadella. Ja. Aber während sie in den Ofen packt, schmilzt sie vor sich hin. Ich habe letztens, als Simone da war, in Wittenberge meine erste Bestellung gemacht. Mhm. Und da beim ansässigen Pizza Planet eine vegane Pizza bestellt. Okay. Weil der Teig ist wohl immer vegan. Und du konntest jede Pizza, also für laktoseintolerante Menschen oder halt auch Veganer, mit so einem veganen Käseschmelz belegen lassen. Der wohl auch bei diese bekannte Marke Simply V oder sowas die Basis ist. Und das Lustige ist halt so ein bisschen wie Frischkäse dann. Und die Pizza sieht halt, also du hast in die Pizza und die Basis von dem Käse ist immer unten.
Und da drauf liegt halt alles. Und das war halt eine übelste Gemüse, sonst was. Und ich kenne halt Pizza immer so, dass ich denke, im Vergleich kriege ich für eine Pizza viel besseres asiatisches Essen. Deswegen bestelle ich viel öfter asiatisch. Aber da gab es halt nicht so viele Alternativen. Und es war also das erste Mal, weil normalerweise bei mir dann immer sehr, sehr viel fettige Käse drauf gewesen, billiger. Danach war ich immer so komplett immer so gelähmt. Also, und das war halt, glaube ich, eine 36er Zentimeter und da war halt dann kein dieser fettige Käse drauf, sondern auch kein Salat. Es war halt aber echt voll lecker, aber es war halt nicht diese Lähmung danach. Das ist so, aber das war halt, fand ich interessant, dass das halt auch geht. Die letzten Male habe ich halt immer so diese Kühlregal-Pizza gemacht, die du selbst belegst. Hm. Ja, weil ich bestelle auch nicht so gerne Pizza. Aber der Teig ist, glaube ich, auch vegan, ne? Ja, ich glaube ja. Da ist auch nur Tomatensauce dabei. Und ich mache es dann gerne halt, klar, Feta-Käse ist nicht vegan, aber ansonsten mit Rucola, Feta-Käse, Walnüssen und Honig. Also Honig dann halt erst, wenn du sie rausnimmst. Okay. Hast du das irgendwie so probiert oder hast du es gelesen? Nee, ich hatte irgendwie, ich glaube, es war so ein Sandwich, damals noch im Wahrhaft Nahrhaft. Mm. Mit Rucola, Ziegenkäse. Das war auch geiler Laden. Ist halt eigentlich, ja, es gibt ein neues Wahrhaft Nahrhaft an der Revaler Straße. Ich habe basierend nicht, auf das die, alte oder einfach nur weiß danach? Weiß ich nicht. Aber die machen auch Bagel und das Birchermüsli im Glas. Also genau wie früher eigentlich. Würde ich sagen, ja. Aber ja. Der Besitzer war doch damals irgendwie, der hat doch immer dann erzählt, dass er halber Hells Angel ist und mit Alexander Neldel zusammen war, während sie Bang Boom Bang gedreht hat. Und ja, der hat immer die ganzen Geschichten erzählt. Ich erinnere mich an den Laden vor allem, also abgesehen davon, dass wir das ständig gegessen haben, auch deswegen. Absinthfeier? Ja, weil wir. Aber es war richtig guter Absinth. Ja. Der hat irgendwie gemerkt, dass die ganzen Schauspieler da hingehen. Und dann haben wir irgendwie über Absinth gequatscht und hat er gesagt, von wegen, ja, wir machen eine Absinthfeier und ich hole mir richtig guten und ihr kriegt immer nicht die Scheiße, die ihr sonst immer auf dem Supermarkt kennt. Das war so ein böser Rausch, aber auch total gut. Das Geile war, dass, glaube ich, irgendwie ein Wochenende dann danach, also ich glaube, zwei Tage später, habe ich irgendwie in der Lampe gearbeitet, habe vorher fast nicht gepennt bis morgens und hatte dann Nachholtermin singen oder so. War auch noch total angesäuselt, weil ich halt ja auch die ganze Zeit im Hüt gesoffen habe damals auch in der Lampe. Und dann hatte der schon morgens auf. Ich bin da um 10 hin oder so, meinst du, ich habe jetzt gleich singen. Ich halte das nicht aus. Und dann meinte ich, ja, willst du einen Kaffee oder was? Nee, hast du irgendwie Alkohol? Und dann hat er gesagt, ja, ich habe hier noch Absinth. Und dann hat er mir ein Glas Absinth gemacht. Und dann habe ich den getrunken und dann bin ich halt rein. Und normalerweise war das mal Randy's Absinth Nummer. Ist ja auch so ein typischer Morgenalkohol. Und dann war das halt, da hat Randy das Gleiche gemacht wie ich mit ihm. Ich habe dann halt irgendwann halt gesagt, ey, zieh mal deine Hose ein bisschen aus. Und dann habe ich im Gruppensing habe ich dann halt einfach vor einen halbnackten Arsch gesessen und der hat mir dann irgendwie, was war denn das? Den Text hat er mir an die Stirn geklebt und so ein Zeug. Und ich habe halt einfach nur da was weggeschlafen. Randy kam mir immer rein mit, was war denn das? Wie heißt diese Limonade? Mate? Nee, der hat irgendwas Johannes, bla bla bla, so eine von diesen Bionade Johannes irgendwas. Und wenn er die hatte, Holunder. Und dann wusstest du immer, oh fuck, der kommt entweder gerade aus der Lampe oder ist halt irgendwie noch mit Magger und der ist voll dicht. In der Lampe kann man jetzt ja auch essen. Die haben doch immer ihre Schwitzwurst. Da in der. Ehrlich? Haben die nicht mehr? Ja, aber auch für die Frankfurt-Fans. Die Frankfurt-Fans haben immer so einen ganz seltsamen Geschmack. Ja, es ist Pferdewurst. Ja, genau. Was, Pferdewurst. Mit so einer mörderharten Pelle, als ob der echt. Und Appleboy. Echt? Ach du Scheiße. Ja. Also, das wäre auch das Letzte, was ich machen wollte. In der Lampe was essen. Aber wo du es gerade sagst, im Royal kann man ganz normal essen. Also, ist jetzt nicht geil. Ja. Bin ja, also, früher habe ich ab und an mal Salata gegessen. Nee, ich habe damals ja übelst oft Schnitzelscheiß und sowas gegessen. Du hast ja da gearbeitet oder? Ja, nee, ich meine aber auch, wenn meine Mama da war, fand sie es ja total lustig, dann da zu essen, wo der Sohnemann arbeitet und so. Oder der Sohnemann. Genau. Oder Jan, der futtert da unheimlich gerne Burger. Und ich denke, ja, aber wenn du, also in Berlin so, weil der halt auch nie weggeht und irgendwie, und man denkt, das ist ja so krass geil hier, die Burger. Und du weißt schon, dass das keine ganz normale stinknormale Patties sind. Die machen da Ketchup-Senf drauf. Das ist halt nichts, also wenn du halt zum Josper gehst oder zum Schiller-Burger oder sowas. Der Burger ist vollkommen in Ordnung. Ja, genau. Der ist auch gut für das, was er ist, aber es ist halt einfach nur irgendein Burger. Ich finde, dafür sind die Preise halt ein bisschen zu hoch.
Und ich finde es halt auch zum Sitzen und Essen abends da ätzend. Das Geile immer, wenn es so gegen 10 hingeht und dich alle anschauen, als ob du halt Judas wärst, dass du auch bitte aufhören solltest, dich zu ernähren, weil die anfangen wollen, sich zu vergiften. Endlich ein Lungenbrötchen. Ja. Also. Ist dein Essen scharf gewesen? Gar nicht. Ja, ich gieße mir jetzt noch ein bisschen Sojasauce über meinen Tofu. Stimmt. Nachdem ich mir vorne über die Hände gegossen habe. Weil hier so eine kleine, richtig schöne. Ach, sieht aus wie so eine Gießkanne oder sowas. Aber randvoll. Genau, randvoll. Und Fritz war das irgendwie umstellen, hat sich dann erstmal schön die Patschepfoten gebräunt. War aber gut. Deswegen jetzt von Royal bin ich nicht so ein Mega-Fan. Was ich aber ganz geil finde, Pizzeria halt. Und hat so ein bisschen den Charme von der Bahnhofshalle. Welche Pizzeria? Das Il Ritrovo. Was? Il Ritrovo. In der Kossener Straße. Kannst du es nochmal sagen? Il Ritrovo. Das ist halt eine. Die haben auch drei Filialen. Eines an der Admiralsbrücke. Eines am Prenzlauer Berg. Und die sind halt alles. Das sind halt nicht so Italiener, wie sie in Deutschland sind, sondern wie halt ein italienisches Restaurant in Italien aussieht. Deswegen halt so ein bisschen Charme von der Bahn. Aber weißt du denn, wie ein italienisches Restaurant in Italien aussieht? Ich meine, Rumba. Was? Und. Aber Rom ist doch nicht Italien. Ja, Berlin ist nicht Deutschland. Irgendjemand auf Twitter wollte mich anfahren. Es ist, ah ja, ist das so in der sogenannten Hauptstadt? Also, was soll das jetzt wieder sein? Das ist heute mit Tagesaktuell, dann könnt ihr nachvollziehen, welchen Tag es war, mit Norbert Röttgen mitbekommen. Nein. Gut, gar nicht. Der will ja, also Laschet und Spahn wollen ja jetzt als Duo antreten für die CDU. Oh, wer kam denn auf eine und ihre Spitze zu zweit? Langweiligen und biederen Kräfte vereinen. Und Norbert Röttgen meinte, bei ihm wird die zweite Person eine Frau. Auch in genau den Worten auf Twitter. Meine zweite Person wird auf jeden Fall eine Frau. Weswegen halt der Hashtag zweite Person. Das ging halt heute viral. Ich hatte dann geschrieben, denkt dran, am 8. März ist Welt-Zweite-Personentag und der ist jetzt Feiertag in Berlin. Sogenannten Berlin. Ja, genau. Und dann irgendein dummer Süddeutscher schrieb mich dann an, so, ah, ist das so in der sogenannten Hauptstadt? Wo ich auch noch meinte, soll das ein sogenannter Scherz sein? Ja, aber wie kam ich denn jetzt auf diesen Gedanken aus? Wegen Restaurant wahrscheinlich. Italiener in Italien. Ach genau, Rom ist nicht. Rom ist in Italien. Ja, aber wurden nicht das, an einem Tag das ist echt gutes italienisches Essen. Also. Wie heißt der Laden nochmal? Il Ritrovo. In der Kossener Straße. Du musst, abends musst du auf jeden Fall reservieren. Okay. Der Laden ist knackevoll. Hast du schon mal im 100 Wasser? Nee. Hast du noch nichts verpasst? Cool. Ich weiß nicht, gibt es das noch in der Simon-Nacht-Straße? Ich meine, das gibt's noch. Also das Frühstücksbuffet ist das Geile. Du bist in Berlin so und dann ist das Standardbuffet, was du halt in Berg-Erkenschwick wahrscheinlich auch triffst oder in Wittenberge. Ja, ist aber in einigen Restaurants. Ich war mit Dortmund auch einmal. Naja, weil es die Touristen erwarten, weil es zu Hause nicht anders kennen. Ja, wo ist denn hier der Eimer mit dem Rührei? Einfach, ich glaube, es ist das Einzige, was die halt für die Brunchpreise oder für die Frühstücksbuffetpreise anbieten können. Willst du eigentlich was anderes noch trinken? Ja, alles gut. Aber da haben Dortmund und ich auch beschlossen, so Frühstücksbuffet können wir nicht machen. Wir sind beide zu geizig und zu gierig dafür. Wir haben aber gierig hebt doch geizig wieder auf. Also, weil das wir haben uns halt so schnell mit so vollen Tellern überfressen und dachten dann auch, wir müssen noch weitermachen. Ach, wir haben dafür bezahlt. Geil. Ihr seid echt so ein Ehepaar und wieder abends dann wieder schön lästern Fortnite spielen. Mann, diese dummen Kinder auch. Aber für die ist doch das Spiel. Nee, nein, das ist für Leute wie mich, die Kinder hassen. Es müsste so einen Ü30-Server geben. Gibt's ja bestimmt, oder? Gibt da so viele Server?
Ja, aber kein, wo gezielt alte Leute sind, die nicht bauen können. Bist du noch dein Edamame oder? Nee, bitte. Für mich hat sich's jetzt, nachdem ich die ganze Schüssel reingeschoben habe. Alter, weil die ganze Kokosmilch hier. Ja. Macht mich so fertig. Ich muss jetzt hier die ganzen Edamame auch noch alleine futtern, weil Klaus die auch nicht mehr kann. Apropos gierig und geizig. Aber dann müsst ihr. Nee, nichts verkommen lassen. Nichts verkommen lassen. Du doch gerade essen. Oder meinst du, ich bin jetzt gierig? Ja. Ist doch genau die gleiche Einstellung. Nee, es steht auf dem Tisch, wir werden die nicht zurückgehen lassen. Das ist voll lecker. Das wollen die. Das ist doch voll lecker. Ja, aber. Ich lasse mir einpacken. Satt ist satt. Ja, das ist die richtige Einstellung. Ich guck mal, ob die diesen Service anbieten hier. Nicht, dass wir die testen. Die Schüssel finde ich so geil. Stell dir mal vor, diese Schüssel wäre meine Frühstücksschüssel. Das musst du machen. Nimm bitte den Audiorekorder in die Hand. Frag in den Rekorder, Entschuldigung, könnten Sie das auch einpacken? Und halt im Kellner dann den Rekorder hin. Und du holst so einen Flipchart, so ein Clipboard an. Wartest so, so Multiple Choice einfach machen. So ein paar Reagenzgläser wäre auch noch gut, wo du so Proben von allem reinwirfst. Das wäre ganz gut. Alter, es ist echt lecker, ne? Aber es ist, jeder Löffel ist hier gerade kurz vor. Ja, vor allem sind ja beide mit einem Mörderhunger hergekommen. Also kann ich schon mal sagen, gut versorgt wird man hier auf jeden Fall auf einen Bärenhunger hinkommt, ja. Du musst mich bloß an diese. Ja. Holzschüssel da. Ich überlege gerade, wo ich in den letzten 10 Jahren überhaupt noch so war im Restaurant. Jetzt kommt's raus. Brot und Spiele, das ist dein Restaurant. Ja. Und halt in dem ehemaligen Italiener, der früher bei mir unten im Haus war. Oder ein Haus weiter, danke. Aber der war auch eher so mäßig, der war halt freundlich. Der Italiener vorne an der Ecke bei dir. Der ist besser geworden. Echt? Ich habe da einmal Fleisch gegessen, das war so scheiße. Stimmt, das, die Diskussion hatten wir mal. Ich habe da Pizza gegessen und die war in Ordnung. Und dann hast du da Fleisch gegessen. Ja. Ja. Mir hat auch jeder gesagt, ja, kann man machen, Pizza geht auf jeden Fall. Fleisch sollte man nicht machen. Ja. TK-Ware, ja, also teuer Verkauf, keine Qualität. Also die Pizza war voll in Ordnung. Also halt definitiv besser als eine Dachpizza und auch für den Preis. 7 Euro oder so gekostet, dafür war das halt Pizza, die voll in Ordnung war. Wie in Ordnung? Voll in Ordnung. Es gibt am Boxhagener Platz gibt es noch so einen Portugiesen, glaube ich. Der hat so Antipasti gemacht. Ja. Das ist auch ganz schön geil. Ja, also macht er die so verkauft oder ist es ein Restaurant? Also Restaurant. Okay. Also da kannst du halt so Antipasti-Teller oder stellst dir das halt selber zusammen aus verschiedenen Antipasti, geht dann natürlich irgendwann ganz schön ins Geld, weil so richtig satt wirst du ja davon nicht. Warst du damals bei Neil irgendwie den was das war, das Südafrikaner oder so? Ah, ja, Sudanese? Ja, Sudanese, ja. Der immer so sehr viel mit der Erdnussbutter, Erdnusssoße gearbeitet hat. Das war geil. Das war halt auch nur so ein Imbiss. Fatouche in der Simon-Dach-Straße. Gesundheit. Danke. Guter Gag. Ich kann was nochmal dichter ans Mikrofon sagen. Fatouche in der Simon-Dach-Straße ist auch ein sudanesischer Imbiss, glaube ich, oder libanesisch. Und die haben halt nur so 3-4 Gerichte. Und die kannst du als Salat, als Box mit Kartoffeln, also mit so ganz kleinen Kartoffelwürfeln, oder aber als Wrap bestellen. Und das hallo, halt so, mein Name ist Dirk. Ich das war's wieder mit Fünnisse. Das war wieder mit Fünnisse. Können wir nicht haben. Und als Nachspeise haben die, und das ist ein bisschen mein Guilty Pleasure, Mozzarella-Rollen, süße Mozzarella-Rollen mit gehackten Pistazien. Hört doch auf zu rollen, ihr Mozzarella. Und Schokoladen-Balsamico-Soße. Und das ist so pervers gut. Ich habe schon überlegt, ob ich mit Dortmund mal hingehe und wir jeder einfach nur 3 Balsamico-Mozzarella-Rollen bestelle. Dass ihr schön den Magen und die Därme verklebt für den nächsten Tag, aber das ist es wert. Also. Früher gab es irgendwie so ein, aber es war auch nicht lange da leider, es war irgendwie so ein touristisches Ding am Boxhagener Platz, auf so Teppichen, da musstest du irgendwie ziemlich tief sitzen oder fast auf dem Teppich, ich habe keine Ahnung. Da war ich mit meiner Mama mal auf irgendwelchen Sitzkissen ganz tief, das war auch irgendwas Jemen oder sowas die Richtung. Ja.
und die hatten halt so einen prämierten Wein und es war echt total lecker, aber wahrscheinlich konnten sie sich nicht halten, weil die gab es halt nur 2-3 Jahre und dann, ja. Okay. Ja. Ich kann es nicht erkennen. Du? Gerade das Licht aus. Ich entschuldige mich dafür. Wo steht es denn? 46? 46? Ist das die neue Aufnahme, ja, 48, oder ist es die... Ja. Ja, das ist die Aufnahme, auf der wir eine Minute, während wir... 46. 48. Aber da steht 56, 46, 56. Ach, da oben. Achso. Was hast du denn drauf? Ah, nee, das ist die, die Zeit, die auf der Karte ist. 46 Stunden. Ah, achso. Boah, das ist auch nicht. Es ist, wie gesagt, das Gerät ist ein bisschen älter. Damals waren SD-Karten so 2 GB. Und jetzt? So 32er drin, deswegen dauert der Start auch jedes Mal 5 Minuten, bis er die SD-Karte einlesen das konnte. Das kann nicht, das kann, nein, ja. Das, nein. Aber trotzdem muss man sagen, halt wie der Gameboy, ein absolut robustes Gerät. Ja. Was nahezu wahrscheinlich wird dann aus. Irgendwann auch hier das Display abfallen, also die Abdeckung, die Schutz. Es sieht ein bisschen so aus, ja. Aber auf der anderen Seite, ich benutze es halt auch herzlich selten. Dann, da kann ja auch einfach ein bisschen Tesafilm rüber. Das ich habe mir daran gedacht, so weil ich beim Einräumen, also ich bin jetzt noch am, ja. In Wittenberg am Einräumen, da steht ja noch nicht so viel und Mario so. Mario Golf habe. Genau. Und da habe ich halt die Folge gehört, die, wenn ihr diese hören könnt, war es dann die letzte. Als wir in der Nacht rumgefahren sind. Okay, jetzt hat er wieder Hunger. Jetzt kommt der Geiz wieder. Es muss weg. Ja. Genau, da habe ich dann irgendwo gesagt, dass wir mal eine Ringbahnfolge machen müssen. Und dann kam mir die Idee vorhin, irgendwie, wenn wir essen gehen und das Ding dabei haben, dass, weil ich diese Atmo so geil fand, dieses Fahren. Und weil man ja wirklich alles hörte. Man hörte halt selbst das Beschleunigen, man hörte halt, ich glaube, wir haben es gar nicht kommentiert so oft, aber man hörte halt immer die Schrankwände dagegen knallen, gegen die Tür. Ja. Und den Regen, wie der Einsatz, wie er stärker wurde. Ist so ein bisschen wie diese ASMR-Tapes, wenn du halt so. Ja, aber die sind ja teilweise auch richtig assi. Ja, ich bin ja auch nicht so ein Mega-Fan von. Also halt so Regenatmo oder so, das mag ich total gerne. Ja, zum Schlaf oder generell, aber nicht, ja. Wenn da jemand halt irgendwie anfängt, alte Lego-Steine über seine Schuhe zu feilen und dann also ich mal, ein bisschen auf Porno das Ganze machen. Habe ich mal von Schusche erzählt, dem Podcast. Dann gibt es einen Podcast, den ich ab und zu mal höre. Von Alistair, George William Tremblay Birchall, der einer von den beiden Two in the Think Tank Jungs ist. Ja. Und der hat einen Podcast, der heißt Schusche. Und es ist ein meditativer Comedy-Podcast. Wo er halt einfach so mit so atmosphärischer Musik hat er halt so quasi so ein Ein-Mann-Comedy-Programm, was er da immer hat. Aber auch, also mein Lieblingsbeispiel ist halt Dog Sandwich. What do you see when I say the words dog sandwich? Do you see a dog eating a sandwich? A dog between two slices of bread. Two dogs, a smaller dog in the middle. Und es ist halt einfach so immer so eine halbe Stunde lang. Was hast du gesehen? Ich hatte einen Hund mit 2 Brotscheiben. Du auch? Ich hatte einen Hund, der kackt und ein Sandwich hat. Ich weiß nicht, warum der gekackt hat. Nee. Weil ich wahrscheinlich irgendwie den in die Mitte wollte. Ja. Ja. Nee, aber das hat auch diesen meditativen ASMR-Charakter. Ich gucke nur ab und zu. Ah, aber das ist, glaube ich, eher der Lufthauch beim Reinatmen. Ja, aber gerade wenn wir im stillen Auto sitzen, das ist halt aufgrund der Klangästhetik im Auto total geil. Sind aber auch noch lecker. Dirk isst auch noch, das möchte ich auch mal festhalten. Also Dirk. Was ist auch noch? Wer isst denn noch? Ja, ich esse auch immer mal wieder. Meine Güte, ich werde viel zu voll sein, um nachher ein Kind bei Fortnite zu schlagen. Ich dachte, die schlafen alle. Ich dachte, ihr spielt jetzt nur noch abends, weil die dann schon schlafen. Nee. Seitdem die neue Season da ist, spielen die was ganzen heißt Kinder neue Season? Wieder. Neue Karten oder was? Art ist ein bisschen verändert. Es gibt jetzt AI-Gegner. Jetzt mal ganz ehrlich, warum macht ihr denn nicht ein Let's Play? Also ich meine, euch beide ist doch bestimmt... Also haben wir schon.
haben wir schon überlegt. Okay. Wir brauchen halt... Weil, aber dann mit Bild, nicht nur, dass man euch hört. Ja, ja. Wir brauchen halt vor allem eine bessere Internetverbindung. Ja, gesagt, vielleicht. Alter, also zum August kann ich kündigen. Und dann das Einzige, was sich lohnt, ist Kabel. Über Kabel Deutschland. Ja. Ja. Weil ja, Kabel Deutschland, die sind ja noch... Also die gehören zwar zu Vodafone, ja, aber die arbeiten ja noch für sich. Mhm. Weil sie sind auch total geil und pfiffig. Aber Vodafone alles andere bei allen Telefonverbindungen, also bei das Telefonkabel, ist der Upload bei 1 Megabit pro Sekunde beschränkt. Und über Kabel sind es 50. Und also das ist ja vor allem wichtig, vor allem weil Dortmund halt lieber streamen will, als das aufzuzeichnen. Okay. Dass ich halt unterstütze, weniger Arbeit. Was passiert, passiert? Ja. Ja, aber ich glaube, Fortnite ist auch echt lustig. Ich gucke auch manchmal den Jungs von Jungs, dem Jungen und den beiden Mädels von Team Eurogamer zu. Und das sind ja auch Erwachsene und die können halt auch partout nicht bauen. Also das, was die ganzen Kinder machen, wie die das spielen, die halt alles immer mit Türmen und so bauen, können die halt auch gar nicht. Und dann wird es halt am Ende immer zu so einem Nervenspiel. Aber wenn du es halt mit den Kids spielst, die alle schon tausende Spielstunden drin haben, ja, das ist halt, da hast du halt schlechte Voraussetzungen. Also selbst wenn du es raffiniert machst. Was würdest du jetzt sagen, was ist denn das beste Restaurant aktuell? Ey, dein Bestes ist ja schwierig, ich kann nur sagen, was mein Lieblingsrestaurant aktuell ist. Also für Bestes, selbst für ein so anmaßendes Urteil, kenne ich einfach viel zu wenig. Ja. Weil ich auch. Ich würde tatsächlich sagen, Fatouche. Was war das nochmal? Der Sudanese oder Libanese mit der Mozzarella-Rolle. Hm. Allein gesagt, ich finde ja immer ein Statement eines guten Restaurants ist, nur wenige Gerichte zu haben. Die haben ja hier auch nur wenig. Ja, genau. Und die machen sie halt konsistent auf super hohem Niveau. Was ich geil finde, dass sie hier halt auch fast genauso viele Getränke, selbstgemachte Getränkevariationen haben wie Gerichte. Ja. Du hast ja jetzt irgendwie 5 normale Tees, 5 Eistees, 5 Smoothies und dann halt hier, was ich hatte. Ja, ohne viel Geplänkel, auch keine Softdrinks oder sowas. Alles also kein normales, stimmig. Ja. Ja, also genau, keine abgefüllten. Ja. Und willst du noch? Was? Nee, bitte. Was würdest du sagen? Naja, für mich gerade, weil ich jetzt ja auch vegan das Ganze mache, ist halt, ich kenne nicht so viele. Ja, also Soul bei Soul Kitchen würdest du auf jeden Fall auch was Veganes kriegen. Ja. Da mache ich jetzt auch nicht an Auswahl. Aber generell finde ich halt den Laden schon sehr geil. Also so Secret Garden oder nur Secret Garden, ich weiß nicht. Das ist noch ein bisschen seltsam. Du bist halt in diesem schönen koreanisch eingerichteten Restaurant. Und wenn du rausgehst, bist du aber in dieser hellen Halle über dem Vegans. Genau, Vegan, das ist ja so ein veganer Schuhladen. Ja, und wir gucken direkt aus der Eingangstür im ersten Obergeschoss raus auf einen Schuhladen. So ein bisschen, als ob man bei Deichmann ist. Ich weiß auch gar nicht, wie das kam, ob das alles ein Besitzer ist. Das ist halt, weil das ganze Haus ist ja quasi vegan. Also alles hier ist vegan. So. Und ist, oder vielleicht gehört das auch vegan. Aber kann ich mir durchaus vorstellen, das ist eine etwas größere Kette. Habe ich es runtergeschmissen? Das sollen die mal aufheben hier, wir überprüfen den Service. Ja, nee, aber das ist halt... Ja. Sehr lecker. Also ist auf jeden Fall ein sehr gutes Restaurant. Das kann ich nicht bestreiten. Ja. Man kann hier auf jeden Fall öfter mal Dinge einfach ausprobieren. Vielleicht nicht mit so einem Todeshunger wie wir vorhin, dass ich entweder nur das nehme, was ich schon mal gegessen habe. Ja. Also obwohl ich sagen muss, die Dumplings und die... Also war schon fast eigentlich ein bisschen viel. Ja. Wahrscheinlich hätten wir nur die... Halt, ich korrigiere das. Mir fällt jetzt was ein, wo ich super gerne esse. Das ist auch schon ewig nicht mehr gemacht, aber das auf Stock, Klo. Das Stock und Stein. Achso, ach, stimmt. Der Hotstone-Laden. Ja. Also, das letzte Mal mit Philipp und Oscar, oder? Ich glaube, ja. Also wo du einen Hotstone auf den Tisch bekommst, dann kannst du halt geschnetzeltes oder Steak oder was auch immer bestellen. Und dann bist du halt für der das Dumme. Essen verantwortlich. Aber es ist halt nur Fleisch, ne? Gibt's ja halt da. Gibt's ja nur Fleisch, ne? Oder kannst du ja auch... Es gibt auch Grillgemüse. Also wahrscheinlich als Beilage, ne? Nee, nein. Als
als Hauptgericht und dann kannst du dazu immer noch, du hast dann immer eine Beilage bei den Hauptgerichten dabei, also kannst dann Bratkartoffeln oder Rosmarinkartoffeln oder was auch immer nehmen. Also kannst, glaube ich, auch vegan da essen, aber Grillgemüse ist natürlich auch dem Hotstone nicht so reizvoll wie ein Steak. Ja, ja, klar. Also, das ist halt, das Steak macht's aus. Ja, also ist halt auch das, das Event einfach, das dann auf dem Tisch zuzubereiten. Ja. Ja, stimmt, das ist so eine Eventküche. Ja, ja. Das ist auch ganz geil. Dirk schaut auf die Zeitanzeige. Ich muss mal das Licht anmachen hier. 50, glaube ich, ne? Ja. Ich bin beim Gameboy mit Suchlampe. Ich hoffe, dass euch diese Folge nicht zu sehr genervt hat, aber ja, ich glaube, das habe ich beim letzten auch gesagt. Aber ich fand halt das letzte Mal eigentlich total lustig mit den Geräuschen hier auch. Ich weiß jetzt nicht, ob das eine Reihe wird, ob wir jetzt sagen, wir müssen auf jeden Fall uns, keine Ahnung, beim Laufen, beim Onanieren oder sonst was mitnehmen. Das waren aber auf jeden Fall die Reporter von Für Nüsse. Ja, genau. Also schickt uns eure überbackenen Ideen. Wo wir als nächstes aufnehmen können. Genau, fürnüsse@gmail.com. Ja, oder @fürnüssepod auf Twitter. Und es muss mindestens Platz für uns beide unten im Gameboy sein. So, und ihr könnt das Ganze natürlich verfolgen auf Fürnüsse mit Dirk und Klaus, YouTube, auf YouTube, in YouTube. Auf, in, ja, über YouTube. Ja. Und allen Podcast-Apps, die nicht Spotify sind. Und ansonsten... guten Appetit. Sehr gut. Sehr gut.